Der Poulet-Eselskäse ist der teuerste Käse der Welt und wird auf nur einer einzigen Farm produziert. Pro halbes Kilo kostet er etwa 600 Dollar. Seine Herstellung kostet mehr Zeit und Mühe als die anderer Käsesorten. Für nur ein Kilo des Käses benötigt man 25 Liter Eselsmilch. Das ist 2,5-mal so viel wie für Mozzarella. Was also unterscheidet den Poulet von anderen Käsesorten? Und warum ist er so teuer? Der Poulet ist in der Welt des Käses einmalig. Er wird nur an einem einzigen Ort auf der Welt hergestellt, und zwar auf dieser Farm im Naturreservat Sasavica. Vor 24 Jahren gründete Slobodan Simic das Reservat in Serbien. Es ist eine von nur drei Regionen in ganz Südosteuropa, die eine seltene bedrohte Art des Balkanesels schützen. Poulet besteht aus 60% Eselsmilch und 40% Ziegenmilch, und seine Herstellung bedarf viele Monate und viele Esel. Es war Zufall, aber auch Absicht. Unser Hauptgedanke war es, diese bedrohte Spezies zu retten, denn die Anzahl der Esel in Serbien lag unter 1000. Ich beschloss also, die erste Milcheselfarm zu gründen, die sich voll und ganz den Milcheseln widmen würde. Als wir dann irgendwann 200 Esel auf der Farm hatten und damit einen Überschuss an Milch, überlegte ich, dass wir doch eigentlich auch Käse produzieren könnten. Auf der Farm geben immer nur etwa 20 Esel gleichzeitig Milch. Doch diese geben wenig Milch. Jeder Esel wird dreimal am Tag von Hand gemolken. Wird nicht die gesamte Milch abgemolken, produzieren die Esel keine neue. Wir haben versucht, sie maschinell zu melken. Aber das hat sich als unmöglich herausgestellt. Kühe geben eigentlich immer Milch, Eselsmilch dagegen muss vom Fohlen gesaugt werden. Als wir die Melkmaschine angelegt haben, wurde der Milchfluss blockiert. Heute hat die Farm 250 Esel. Aber es geben nicht immer alle Tiere Milch, sondern ähnlich wie Kühe nur dann, wenn sie Fohlen geboren haben. Die Trächtigkeit bei Eselstuten dauert ein Jahr und zwei Wochen. Danach saugt das Fohlen drei Monate selbst die Milch, bevor die Bauern damit beginnen können, sie für die Käseproduktion abzumelken. Für ein einziges Kilogramm Käse brauchen sie 25 Liter Milch. Und ein Esel gibt weniger als 4 Liter pro Tag. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was eine Kuh liefert, nämlich bis zu 57 Liter pro Tag. Jeder Esel gibt nur 6 Monate lang Milch. Erst nach einem Jahr kann man wieder Milch von demselben Esel bekommen. Poulet wird nur auf dieser Farm und wenigen anderen verkauft, mit denen das Reservat zusammenarbeitet, was den Endwert hochtreibt. Die Farm kann zwischen 50 und 70 Kilo Käse pro Jahr produzieren, aber Slobodan verkauft nur etwa ein Drittel davon. Und das liegt nicht nur am schwindelerregenden Preis. In manchen Ländern kann man den Käse legal nicht kaufen, selbst wenn man wollte. Diese Milch wird nur roh und frisch verzehrt, was ein zusätzliches Problem für den Absatz dieser Milch auf dem EU-Markt darstellt. Denn nicht pasteurisierte Milch darf in der EU nicht verkauft werden. Aber wenn man sie pasteurisiert, gehen all die wertvollen Inhaltsstoffe verloren und das Resultat ist wertlos. Theoretisch könnte Poulet-Käse mit Milch von jeder Eselsart hergestellt werden und somit von jeder Eselfarm, wäre da nicht ein großes Hindernis. Es braucht mehr als nur die Eselsmilch, um diesen Käse herzustellen. Sein spezielles Herstellungsverfahren und das Rezept kennen nur Slobodan und eine einzige weitere Person. Eselsmilch enthält weniger Fett als die Milch anderer Tiere und somit weniger von dem Protein Casein, durch das viele andere Käsesorten von selbst gerinnen. Das Rezept erfordert Ziegenmilch und eine geheime Mischung aus Zusatzstoffen und Bakterien. Diese sorgen für die Milchgerinnung, die ein wesentlicher Schritt in der Käseherstellung ist. Andernfalls wäre die Herstellung von Poulet gar nicht möglich. Niemand anderes kann den Poulet-Käse herstellen. Auch viele Milchexperten aus aller Welt haben es bereits versucht. Aber alle sind bisher gescheitert. Das Geheimnis ist eine Mischung von hinzugefügten Bakterien und einigen anderen Zusätzen, der unser Experte auf die Schliche gekommen ist und die in der Lage ist, die Gerinnung der Milch herbeizuführen, obwohl sie nur wenig Casein enthält. Viele haben es versucht, aber keinem ist es gelungen. Der Käse wird schließlich in 50 Gramm Formen gefüllt und reift einige Tage. Dann wird er aus den Formen geholt und reift mindestens einen weiteren Monat. Das Endprodukt ist krümelig und weich und hat einen intensiven Geschmack. Authentisch und einzigartig.
Auch die Kosten für den Erhalt einer bedrohten Eselsart sind beim enormen Wert des Pule zu berücksichtigen. Slobodan muss sich um das Land kümmern, die Esel versorgen und die Arbeiter bezahlen. Der Betrieb der Farm kostet ihn jährlich $100,000. Und solange die Produktion von Pule nicht einfacher wird oder jemand anderes herausfindet, wie man ihn herstellt, wird der Preis für diesen unglaublich seltenen serbischen Käse wohl nicht sinken. Im Leben gibt es Momente, in denen man etwas entdeckt und spürt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, sich dieser Sache zu widmen. Ich habe genau das getan und es nie bereut. Ich bin glücklich, dass ich zusammen mit meinen Freunden ein solches Reservat aufbauen konnte.